dann komm in einen aufrechten Sitz. Gerne auch auf einem Stuhl. Schau, was für dich zu Hause stimmig ist. Wenn du einen Platz gefunden hast, dann schließe gerne die Augen. Komm erst einmal an. Und spür die Unterlage, auf der du sitzt. Lass deine beiden Sitzbeinhöcker schwer in die Erde hineinsinken. Lass die Wirbelsäule sich ganz von alleine aufrichten. Stell dir vor, du ziehst deinen oberen Teil von deinem Brustbein nach oben Richtung Mundboden. Die Schultern ganz leicht nach hinten unten geneigt. Nacken lang. Gesicht entspannt. Bring deine Handflächen gern nochmal in Namaskar Mudra vor deinem Herzraum zusammen. Und komm mit jedem Atemzug ein Stückchen mehr in deinem Körper an. Die ganze Aufmerksamkeit auf den Atem gerichtet. Wir tönen dreimal Om zum Ankommen. Das Om schenkt uns Ruhe, Entspannung und lässt unseren Ausatmen ein wenig länger werden, was unseren ganzen Organismus beruhigt, den Parasympathikus aktiviert. Atme nochmal aus und dann bequem ein. Om. Komm mit langsamen, achtsamen Bewegungen in die Rückenlage. Eine erste Übung im Liegen. Beide Füße stell vor deinem Gesäß auf. Heb gern dein Gesäß nochmal an und schieb deine Sitzbeinhöcker zu deinen Fersen. Die Arme liegen neben deinem Körper. Nimm die Erde unter dir wahr. Und werde ein paar Atemzüge erst einmal still, bewegungslos. Spür nur das Heben und Senken deiner Bauchdecke von deinem Atemrhythmus. Und mit der nächsten Einatmung hol dein rechtes Knie ran, umfass es mit beiden Händen und zieh es zum Körper hin. Gehen an eine dynamische Übung. Auch hier tönen wir ein Om mit der Ausatmung. Mit der Einatmung streckt dein rechtes Bein nach oben, beide Hände gehen nach oben. Und mit der Ausatmung hol dein Knie wieder ran und töne ein Om. Warte, bis der Ausatmen vollständig geflossen ist. Wenn der Einatmen kommt, komm wieder mit dem rechten Bein nach oben, flex die Zehen ran, die Hände gehen nach oben Richtung Decke und ausatmen wieder lang. Om. Im eigenen Fluss. Om.
der nächsten Ausatmung halte dein Knie am Körper. Schick den Atem tief in den Bauchraum, schenk deinen Organen eine schöne kleine Massage. Langsam mit der nächsten Ausatmung löse wieder. Stell den rechten Fuß vor deinem Gesäß auf. Komm hier wieder in der neutralen Position an. Nimm einen Atemzug, zwei dazwischen. Und mit dem nächsten Einatmen hol das linke Knie ran. Umfass es mit beiden Händen, zieh es zum Körper hin. Und dann beginn auch hier dynamisch, wie auf der anderen Seite, einatmend, streck dein linkes Bein nach oben, flex die Zehen ran, die Arme gehen mit und ausatmen, töne wieder das Om. Nach der nächsten Ausatmung halte dein Knie noch ein paar Atemzüge. Schick den Atem tief in den Bauchraum, sodass sich die Bauchdecke an den Oberschenkel ranschmiegt. Und mit der Ausatmung löse. Stell deinen linken Fuß wieder vor deinem Gesäß auf. Und dann komm mit langsamen, achtsamen Bewegungen über die Seite, ganz rückenschonend, nach oben zum Sitzen auf einem Stuhl, auf einem Hocker. Wie auch immer, schau, was du brauchst. Und wenn du in einem angenehmen Sitz, kreuzbeinig, Fersensitz oder auch auf einem Stuhl angekommen bist, lass beide Sitzbeinhöcker schwer zur Erde sinken. Lass sich die Wirbelsäule wieder in ihrer natürlichen Krümmung aufrichten. Schultern ziehen leicht nach hinten, unten. Und schieb dein oberes Brustbein nach oben Richtung Mundboden. Nacken lang, Gesicht entspannt. Wir fahren fort mit einer Atemübung, die eine ausgleichende Wirkung auf unseren Körper hat und auf unseren Geist. Und gleichzeitig auch Nackenverspannungen löst. Wir schließen mit dem rechten Ringfinger das rechte Nasenloch, atmen über links ein und atmen auch über links aus und drehen dabei unseren Kopf zur linken Seite. Ein wieder zurück zur Mitte und aus dann wieder über linkes Nasenloch, ausatmen langsam und lang. Und den Kopf zur linken Seite drehen. Dann bring den rechten Ringfinger an das rechte Nasenloch. Hier ist über dem Flügel so eine kleine Kuhle. Hier kannst du ganz leicht Druck drauf ausüben.
Atme erst nochmal durch beide Nasenlöcher vollständig ein und dann wieder aus. Verschließe mit dem Ringfinger das rechte Nasenloch, atme über rechts, links ein, richte dich nochmal auf und dann atme über links aus und drehe den Kopf dabei zur linken Seite. Langsam und vollständig. Wenn der Einatmen kommt, wieder zur Mitte, über links einatmen. Und langsam und vollständig wieder ausatmen, den Kopf dabei nach links drehen. Ein, den Kopf zur Mitte, Wirbelsäule aufgerichtet. Und aus, den Kopf wieder nach links im eigenen Fluss. Nach der nächsten Ausatmung komm wieder zur Mitte zurück, löst die rechte Hand. Und wenn du im kreuzbeinigen Sitz sitzt, dann wechsel jetzt deine Fußposition, bring den anderen Fuß nach vorne, bring dann den linken Ringfinger an das linke Nasenloch, atme erst nochmal durch beide Nasenlöcher ein und durch beide Nasenlöcher aus. Verschließe links, atme über rechts ein, atme über das rechte Nasenloch aus und drehe den Kopf dabei zur rechten Seite. Langsam und vollständig, atme ein, über das rechte Nasenloch drehe den Kopf wieder zur Mitte und atme aus, wieder den Kopf zur Seite drehen, im eigenen Atemfluss. Einatmen, Mitte. Ausatmen, zur Seite. Langsam, vollständig und lang. Wenn du das nächste Mal über rechts ausgeatmet hast, dann beende wieder, löst die linke Hand und spür ein paar Atemzüge nach. Öffne langsam die Augen und wechsel die Position in den Vierfüßlerstand. Wir gehen über in eine Variante von dem Vierfüßler und der Kindstellung. Und auch hier nehmen wir einen Buchstabe mit dazu, den wir tönen, und zwar das O. Das ist eine schöne Übung für den unteren Rücken zu dehnen und auch hier wieder die Ausatmung durch das Tönen zu verlängern. Gerne leg dir auch eine Decke oder ein Kissen unter deine Knie, wenn du hier Probleme hast. Und dann kommen vier Füßler an.
Spür wieder die Erde unter dir, die Finger weit gefächert. Wenn du einatmest, gib Länge in die Wirbelsäule. Und wenn du ausatmest, zieh dein Gesäß nach hinten, leg die Unterarme auf der Matte ab, gern auch einen Moment die Stirn und töne dabei ein U. Langsam und vollständig immer ausatmen und dann einatmen wieder nach oben in den Vierfüßler. Und so beginne im eigenen Fluss. Einatmen Vierfüßler, ausatmen Kindstellung und töne ein U. Lang und vollständig aus. Warte, bis der Einatmen kommt und dann lass die Bewegung folgen. Richte dich wieder auf. Vierfüßler, lange Wirbelsäule. Krone zieht nach vorne, die Sitzbeinhöcker nach hinten. Warte, bis der Ausatmen kommt und dann komm wieder in die Stellung des Kindes. Tief ein, nach oben aufrollen, lange Wirbelsäule, Oberarme rotieren nach außen, Schulterblätter ziehen ein wenig zueinander und aus, mach dich wieder klein. Und mit der nächsten Runde komm in die Stellung des Kindes und bleib hier ein paar Atemzüge. Gerne die Hände nach vorne ausgestreckt oder auch ganz klassisch nach hinten abgelegt in der Stellung des Kindes, Handflächen nach oben zeigen lassen. Vielleicht auch einen Fäusteturm unter deine Stirn machen, schau, was für dich stimmig ist. Hier ganz still. Spüre Vibrationen im Körper nach. Spüre, wie dein Atem jetzt fließt. Und ganz langsam roll dich wieder Wirbel für Wirbel auf. Und komm wieder zum Sitzen auf deiner Matte für eine Variante des Drehsitzes.
Streck dein linkes Bein nach vorne aus, winkel dein rechtes Bein an, leg die Fußsohle an den linken Oberschenkel. Und wenn es im Knie irgendwie nicht stimmig ist, lass den rechten Fuß einfach nach außen abgespreizt. Und gerne kannst du es auch auf dem Stuhl oder auf einem Hocker praktizieren. Lass beide Sitzbeinhöcker, wie auch immer du positioniert bist, schwer nach unten sinken. Richte wieder die Wirbelsäule auf. Rechte Hand stell so ein bisschen hinter dem rechten Oberschenkel ab, wenn du sitzt. Einfach am Oberschenkel oder vielleicht an der Lehne. Die linke Hand liegt vorne auf deinem Knie. Auch hier üben wir dynamisch, verlängern unseren Ausatmen. Wenn du einatmest, streck den rechten Arm nach oben, Handfläche nach vorne geöffnet. Dehn dich in der linken Flanke, Brustmuskulatur auf. Und ausatmend aus der Brustwirbelsäule, dreh dich nach rechts, bring den linken Arm, die linke Hand an den rechten Oberschenkel, an die Außenseite. Wenn du vollständig ausgeatmet hast, atme wieder ein, dreh dich zurück, öffne dich. Und ausatmend langsam und vollständig dreh dich wieder nach rechts aus der Brustwirbelsäule. Becken bleibt eher stabil. Einatmen, wieder öffnen, die Fingerspitzen gern aufstellen, die Fingerspitzen der linken Hand spreizen und dehnen und aus, wieder zurück. Dreimal noch im Atemfluss ein, öffnen, aus in die Drehung. Wenn du deine drei Runden noch hast, dann bleib auch hier drei tiefe Atemzüge in der Drehung. Einatmend, Scheitel strebt nach oben, Sitzbeinhöcker gut geerdet, Schultern ziehen in die Weite. Ausatmend, entspann dich in der Drehung. Mit dem nächsten Einatmen komm wieder zurück zur Mitte. Bring beide Arme nochmal nach oben, verschränk die Finger ineinander, mach dich ganz lang. Und ausatmen, lass die Arme im großen Bogen sinken. Wechsel die Beinposition, rechtes Bein gestreckt, linkes angewinkelt. Wenn du sitzt, einfach sitzen bleiben. Wenn das linke Bein ausgestreckt ist, ausstrecken. Rechte Hand geht ans rechte Knie. Linke stellt sich hinter dem linken Oberschenkel auf, gerne auf die Fingerspitzen. Wirbelsäule wieder lang werden lassen. Einatmet der rechte Arm nach außen oben, Finger gerne spreizen. Und ausatmen aus der Brustwirbelsäule. Dreh dich nach links, rechte Hand an die Außenseite vom linken Oberschenkel. Ein, weit werden. Und aus, Rotation aus der Länge, im eigenen Fluss. Wenn du das nächste Mal in der Drehung bist, dann bleib wieder hier. Schildecke, Scheitel strebt nach oben, Schultern entspannen in die Weite. Mit der nächsten Einatmung
Komm wieder zur Mitte zurück, beide Arme nochmal mitnehmen, nach oben Finger verschränken und dann nochmal ganz lang strecken. Und ausatmen, die Arme wieder sinken lassen. Streck beide Beine nochmal nach vorne aus, stell die Hände hinter dich und mach kleine Scheibenwischbewegungen. Lass die Knie nochmal nach rechts, nach links sinken, muss gar nicht so weit sein. Und dann entspann gern noch ein paar Atemzüge in der Rückenlage, wenn du möchtest. Oder komm auch nochmal zum Sitzen, gönn dir noch ein paar Atemzüge. Ruhe.